ligging vlakbij de grens met Frankrijk zorgt ervoor dat je in Saarbrücken geniet van de Franse flair en smaak. Deze local laat je maar al te graag kennismaken met de culinaire hoogtepunten van deze stad. Mijn naam is Joseph Blondeau en ik ben uit Frankrijk, uit de schöne stad Lyon. Also die geschichte van mij en Saarbrücken is eigenlijk een schöne geschichte. Also ik ben uit Frankrijk. Als ik naar Saarbrücken voor studium kwam, dacht ik, schön. En ik ben inzwischen immer wieder weggezogen en ik kom immer wieder ins Saarland terug, zodat ik entschieden heb, ik blijf einfach hier. Ik würde Saarbrücken bezeichnen als wirklich die französischste Stadt im ganz Deutschland. Saarbrücken ist eine ganz besondere Stadt. Das ist im Dreiländereck und dadurch ist die Kultur in Saarbrücken so super international, sehr frankophil logischerweise. Und das ist einfach eine sehr gemütliche Stimmung und das macht Saarbrücken ganz besonders. Wir stehen heute im schönen Salon Deluxe Laden, voll inmitten von Saarbrücken. Und in diesem Laden versuchen wir im Prinzip alles Schöne und Leckere aus der Großregion anzubieten. Wir starten in Saarbrücken, gehen 150 Kilometer etwa rundum und das ist unser Kreis und das ist da, wo wir im Prinzip unsere leckeren Produkte einkaufen. Zu Salon Deluxe muss man kommen, weil man hier an einem einzigen Ort das Allerbeste aus der Großregion Salon Deluxe bekommt. In Saarbrücken gibt es ganz viele schöne Plätze, aber es gibt eine Ecke, die man auf jeden Fall nicht verpassen darf. Das nennt sich Am Staden und das ist an der Saar entlang. Das ist so ein super schönen grünen Streifen an der Saar entlang. Hinter dieses Streifen gibt es super viele schöne alte Villen. Also schon die Häuser zu gucken ist ein Genuss. Und einfach mal das meist super schöne Wetter in Saarbrücken draußen genießen. Die Völklinger Öte ist eins von meinen Lieblingsplätzen hier im Saarland, weil das ist ein uraltes Eisenstahlwerk, wirklich mit Hochtürme und man sieht alles, wie die Industrie früher war. Das kann man alles schön besichtigen. Man kriegt auch ein Gefühl, wie die Leute dort früher gearbeitet haben, wie die Stimmung so ein bisschen gedrückt und dunkel war. Und dann gibt es dort Festivals, da gibt es ganz viele Ausstellungen. Und diese ganz großen Kunstwerke, wenn die ganz bunt auf diese dunklen Wände hängen, das ist was ganz Besonderes, was ich eigentlich selten gesehen habe.